Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge aus dem Juli 2020 und ja, wir haben tatsächlich schon August. Die Sommerpause ist irgendwie schon vorbei und es ging, finde ich, wahnsinnig schnell dieser Juli rum. Also ich bin sonst kein Mensch, der ein Gefühl hat von Schnelligkeit, aber besonders die ersten zwei Juliwochen fand ich, die sind wirklich geflogen. Und dann hatte ich ja zwei Wochen im Juli Urlaub, befinde mich im Grunde jetzt auch noch im Urlaub. Ich habe drei Wochen Sommerurlaub. Wenn ihr das Video jetzt aber seht, ja, ist im Grunde der Urlaub auch so gut wie vorbei. Und der Urlaub, muss ich sagen, da habe ich jetzt kein so Schnelligkeitsgefühl. Also ich hatte durchaus Tage, wo ich viel gelesen habe, viel mich auch mal gelangweilt habe, einfach in den Himmel geschaut habe und auch einfach mal meine Zeit mit merkwürdigen Dingen verdattelt habe. Also das kommt tatsächlich auch oftmals vor. Es ist auch so ein bisschen komisch, jetzt wieder so geordnet hier zu sitzen vor dem Regal. Ich hatte ja die Sommerpause schon im Grunde unterbrochen oder frühzeitig beendet, um mein eigenes Büchlein vorzustellen, worüber ich nach wie vor super happy bin. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Es wird ein paar Veränderungen geben. Die Bücherwoche wird bestehen bleiben. Ich habe lange tatsächlich mit mir gehadert. Aber die wird bleiben, aber ja, ich weiß nicht, ob ich ein extra Video mache oder vielleicht in der nächsten Bücherwoche einfach mal darüber spreche, über die Gedanken, denn heute soll es ja eigentlich um die Neuzugänge gehen und ja, insgesamt sind 11 Bücher bei mir eingezogen. Der Vorsatz, dass es einstellig bleibt, ja, konnte nicht gehalten werden, was, ja, irgendwie nicht so, naja, gut, aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe tatsächlich mehr Bücher gelesen, das zeige ich euch dann im Büchermonat Juli, als bei mir eingezogen sind, von daher ist das auch in Ordnung. Neben der Eigenwerbung für mein eigenes Buch findet ihr unten in der Infobox auch alle anderen Bücher. Dort schreibe ich auch immer mit dazu, was ein Rezensionsexemplar ist und ja, verpacke das auch mit einem Affiliate-Link. Also guckt da gerne in die Infobox. Ich werde das jetzt nicht bei jedem Buch sagen, was vom Verlag mir zugesendet wurde oder was ich selbst gekauft habe. Die Infos findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt, klickt da gerne einfach mal auf die Bücher. Lest euch vielleicht auch die Klappentexte durch, wenn ihr da neugierig seid. Da findet ihr auf jeden Fall mehr Infos. Und ja, jetzt starten wir. Von den 11 Büchern waren es 6 echte Bücher und 5 E-Books und kein Hörbuch. Was ich total faszinierend finde. Also es gibt sich zwar schön die Waage, aber dass so tatsächlich gar kein Hörbuch eingezogen ist, obwohl ich, glaube ich, relativ viele Hörbücher auch gehört habe. Aber man sieht, ich habe da tatsächlich einfach mal vom Hörbuch Sub gelesen, beziehungsweise auch 3 Bücher gereadet als Hörbuch. Die mussten nicht einziehen. Ja, aber es ist okay. Ich denke, in den nächsten Monaten werden jetzt auf jeden Fall auch wieder Hörbücher einziehen. Ich habe da schon 3, 4 auf der Wunschliste, die jetzt dann auch herauskommen im August. Und dann ist das auch ganz gut so. Das erste Buch zählt nicht in die 11 Bücher tatsächlich hinein, denn das ist mein eigenes Buch. Es ist mein Buch der Bücher und ihr findet mein Buch immer unten jetzt in der Infobox. Ich habe das unten eingepflegt. Ihr könnt es bei BOD bestellen, ihr könnt aber auch in den örtlichen Buchhandel gehen. Ihr könnt natürlich auch beim großen A bestellen, aber es ist auch bei zum Beispiel Hugendubel und Thalia erhältlich und ja, es hat ein ISBN, es kann von jedem bestellt werden. Und ja, das war natürlich so ein favorisierter Neuzugang, wenn man so möchte. Es ist tatsächlich schon die zweite Version. Die erste Version ist mir so ein bisschen im Innenleben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann im Druck. Und das ist jetzt sozusagen auch schon die überarbeitete Version. Also wer jetzt Version 2 zum Beispiel irgendwo sieht, das ist dann schon die richtige Version und ich bin mega, mega happy. Es passen 20 Bücher rein und ich habe jetzt bei den Kommentaren schon gesehen, dass einige sagen, sie wünschen sich mehr Platz, weil sie einfach mehr lesen als 20 Bücher im Jahr oder in einem gewissen Zeitraum. Und ja, es ist auch mein Wunsch und Plan, weil gefühlt passt bei mir, ich sag mal, 2 Monate in dieses Buch, insofern man es so handhabt, weil ich ja auch ein Vielleser bin. Ja, aber es gibt vielleicht tatsächlich ja noch eine nächste Version. Ich habe auf jeden Fall Pläne und Ideen, aber ja, mein Neuzugang, ja, deswegen auch Eigenwerbung irgendwo. Ja, wer es vielleicht noch bestellen möchte, also es ist auf jeden Fall erhältlich. Jetzt fangen wir aber mit den regulären Büchern an und das erste Buch, was sozusagen richtig bei mir dann im Juli eingezogen ist, ist Donnerseelen. Das ist der 3. Teil der Lichtsplitter-Saga von Erik Hellen und Mira Valentin. Das ist bei mir als E-Book eingezogen. Ich habe Band 1 letztes Jahr geliebt, Band 2 war auch ein Highlight und
Deswegen musste natürlich auch der dritte Band bei mir einziehen. Wir haben hier High Fantasy mit zwei Perspektiven, die jeweils eben auch von den beiden Autoren geschrieben wird. Und ich bin ja schon lange Jahre ein Erik Kellen-Fan, habe jetzt auch Mira Valentin durch diese Reihe für mich entdeckt, fand ja auch ihre Nordblut-Saga, den Auftakt, großartig. Und ich kann schon so viel sagen, auch der dritte Teil. Ja, ist der abschließende Teil. Es ist episch, es ist fantastisch, es ist einfach der Hammer und es ist wirklich eine High-Fantasy-Reihe, die ich abgöttisch liebe und wo der dritte Teil auf jeden Fall auch noch als echtes Buch bei mir einziehen wird. Aber ich konnte es gar nicht abwarten. Ich habe es auch ziemlich zeitgleich dann gelesen, als es bei mir eingezogen ist und kann die Reihe wirklich nur empfehlen. Dann ist bei mir eingezogen Human Design von Chetan Parkin. Und Human Design ist eine moderne wissenschaftliche Erkenntnis aus der Quantenphysik und auch der Genetik, verbunden mit alten Weisheitssystemen der Menschheit, wie eben natürlich der Astrologie, dem I Ching oder auch der Kabbala. Und ich habe davon schon mal vor Wochen, ist das irgendwie mal bei mir so aufgetaucht und dann haben merkwürdigerweise 3-4 Leute sehr unabhängig voneinander davon gesprochen, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie einen Online-Kurs machen, dass sie ein Buch gelesen haben, dass sie den Test gemacht haben und irgendwie hat mich dieses Thema dann nicht mehr losgelassen und ich habe das Buch dann auch im Juli gelesen und muss auch echt sagen, ich fand es super faszinierend. Es geht schon im Grunde ein bisschen darum, was bringt uns die Erde sozusagen mit, aus was sind wir gemacht und wie kommen wir dahin, so zu leben, wie wir eben auch gebaut wurden. Also, dass man manche Dinge einfach versteht und versteht, warum es mit manchen Menschen einfach positiv funkt und mit anderen irgendwie, obwohl man es nicht erklären kann, eine Reibung gibt und das viel damit zu tun hat. Und dadurch, dass man natürlich aufs Geburtsdatum und auf den Zeitpunkt, die Uhrzeit und den Ort zurückgeht, hat es natürlich schon mit Astrologie zu tun, wendet sich aber da im Grunde ja auch nicht unbedingt dem eigentlichen Sternzeichen zu, sondern durch das Geburtsdatum kann man ja im Grunde auch seinen Aszendenten sich ansehen. Und das ist ja sowieso was, dem ich ja, meinem persönlichen Aszendenten bin ich ja viel, viel näher als meinem Sternzeichen. Und so drumherum dann noch so Weisheiten, wie sind die Chakren mit verbunden, was man ja aus dem Yoga kennt und faszinierendes Thema, werde ich aber, denke ich, dann im Büchermonat, im Monatsrückblick auf jeden Fall noch weiter erzählen. Aber auch hier kann ich sagen, auch ein absolutes Highlight. Dann eingezogen ist der zweite Teil der Love-Reihe von Ivy Andrews, A Single World. Ich habe ja A Single Night überraschenderweise sehr, sehr gefeiert und freue mich sehr auf diese zweite Geschichte. Dieses Love steht ja für die 4 Protagonistinnen, um die jeweiligen Geschichten gehen werden, die ja alle miteinander verwoben sind. Im Grunde sind es die 4 Mädels, die in dieser WG im ersten Teil wohnten. Ich weiß nicht, inwiefern man es getrennt voneinander lesen kann. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht gelesen, habe ich mir für den August auch vorgenommen und ich freue mich da einfach, diese Reihe weiter zu verfolgen. Mir hat der erste Teil nämlich sehr, sehr, sehr gut gefallen und er hatte wunderbare Gedanken und Ansätze und war so eine Liebesgeschichte, natürlich schon so ein bisschen mit Klischee und da ist doch recht viel mit dem Modedesign, dann waren wir in New York und dann in England und das ist nicht immer meins, aber hier hat es meinen Nerv wirklich ganz wunderbar getroffen und dementsprechend freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Dann habe ich Mängelexemplare gefunden und eigentlich bin ich nicht der größte Fan von diesen Ramsch-Kartons, weil zum einen sehen die immer unmöglich aus und gerade so in Zeiten von Corona fragt man sich, wer hat das wohl alles vorher schon angefasst? Aber gut, ich habe die Bücher dann einfach tatsächlich 3 Tage irgendwo liegen gelassen und dachte, spätestens jetzt sind alle Viren auch abgestorben. Es sind bei mir 2 Jeffrey Archer Bücher eingezogen, die ich noch nicht gelesen habe, aber auf der Wunschliste hatte, beziehungsweise ich glaube, das eine habe ich sogar schon als Hörbuch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, das müsste ich nachschauen. Aber die sind bei mir eingezogen, ich glaube für 3,99 oder 4,99 auf jeden Fall. Im Original kosten sie 11 Euro und die haben beide hier unten eben den Stempel und das eine hat hier hinten so ein paar Kratzer und das andere hat eigentlich gar nichts, also dem fehlt nichts, ja. Und Jeffrey Archer ist ja seit der Clifton-Saga wirklich einer meiner Lieblingsautoren, die eben dieses schaffen, so Historisches, also nahe Historie, einfach mit einer spannenden Lebensgeschichte, ist meistens auch irgendwas Politisches. Und ich habe ja dann auch die Cain und Abel-Reihe gehört, wo ich zumindest noch Band 1 gefeiert habe, Band 2 war so und Band 3 ganz schrecklich.
Und dann habe ich jetzt ja auch die Warwick-Saga angefangen und noch irgendwas habe ich schon gehört. Und eigentlich, tatsächlich bin ich eher der Mensch, der die hört und ich werde auch die beiden Bücher tatsächlich hören. Aber ich dachte, wenn sie Highlights werden, hast du sie schon mal im Regal. Macht das Sinn? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, begonnen mit das Spiel der Mächtigen. Ist eine neue Auflage, gab es schon mal als Imperium, wurde aber ja, neu aufgelegt, wurde wahrscheinlich auch sprachlich ein bisschen verbessert. Und es geht hier um zwei Männer im Kampf um das größte Medienimperium der Welt. Und ja, ich weiß gar nicht, der eine ist ein osteuropäischer Jude, Nachkriegs-Berlin und beim Aufbau einer Zeitung. Und den anderen, der ist Sohn eines Zeitungsbesitzers in Melbourne und steigt in wenigen Jahren zum bedeutendsten Verleger Australiens auf. Und dann treffen die sich wahrscheinlich. Ja, ich liebe sowas. Ich mag diese Zusammentreffen von zwei starken Charakteren. Ich mag es auch, wenn man im Grunde den gleichen Weg vor sich hat und manche Abzweigungen sich verändert. Von daher, ich bin mega gespannt und freue mich darauf. Und das zweite ist dann Triumph und Fall. Das ist bekannt als der Aufstieg. Und es heißt hier auch schon, der Weg nach oben führt über Schicksal und Liebe. Und wir sind hier im Londoner East End und haben den jungen Charlie, der Obst und Gemüse auf der Straße verkauft, sehr ärmliche Verhältnisse und er möchte einmal das größte Kaufhaus der Welt besitzen. Dann kommt aber der Erste Weltkrieg und ja, zum Glück der Erste und nicht der Zweite. Und dann sind wir irgendwie im Whitechapel und ach, ich bin mega gespannt. Ich finde beide Bücher klingen spannend, standen im Grunde auf der Wunschliste und umso neugieriger bin ich dann, sie zu erleben. Aber wie gesagt, für mich sind Jeffrey Archer Bücher tatsächlich eher was, was ich höre. Und dann werden die Hörbücher auf jeden Fall, glaube ich, einfach besorgt. Wobei ich glaube, das hier müsste ich sogar haben. Aber ich bin mir tatsächlich gerade nicht so sicher. Und ja, bei Menge Exemplaren, mehr kann da schon schwach werden. Dann musste ich was beim großen A bestellen, weil es das hier einfach vor Ort überhaupt nicht gegeben hat. Und um auf portofreie Kosten ab 29 Euro zu kommen, habe ich mir ein Wunschlistenbuch erfüllt in englischer Sprache. Und zwar von David Michi. Ich liebe diesen Autoren ja seit Der Katze des Dalai Lama. Ich liebe die Bücher, die auch danach von ihm kamen. Ich mag seinen Ansatz mit, ja, wie er buddhistische Lehre übermittelt und habe mir The Queen's Corgi geholt. Das ist theoretisch eine Novelle. Ich glaube auch gar nicht so dick. Ja, knapp 200 Seiten. Und hier geht es wohl tatsächlich um die Queen und um ihre Hunde und wir sind in Windsor Castle und es soll sehr unterhaltsam sein, es soll viele Momente zum Schmunzeln geben und darauf freue ich mich auch, das jetzt demnächst zu lesen. Ich wollte es jetzt eigentlich schon im Juli gelesen haben, aber wie es manchmal so ist, dementsprechend ja, gucke ich jetzt einfach, dass ich das in den nächsten Wochen lese und ich freue mich da sehr drauf. Bevor dann ja, glaube ich, das nächste deutsche Buch von ihm im November oder Oktober kommt, ja, greife ich jetzt hier einfach zum Englischen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie geplant ist, mal ins Deutsche zu bringen, aber ich werde es jetzt lesen und ich hoffe, dass ich mit dem Englisch zurechtkomme. Habe jetzt doch schon, glaube ich, knapp ein Jahr gar nichts mehr in Englisch gelesen. Es wird einfach auch mal wieder Zeit. Dann ist bei mir eingezogen der dritte und letzte Teil der Park Avenue-Reihe, nämlich Marriage on Madison Avenue von Lauren Laney. Und hier kann ich auch sagen, der dritte Teil war großartig. War für mich der perfekte Abschluss dieser Reihe. Es sind ja um die drei Freunde, die Freundinnen, die sich kennenlernen bei der Beerdigung des Ehemannes, gleichzeitig des langjährigen Partners und des kurzfristigen Geliebten, der kurzfristigen Affäre. Und alle drei Frauen machen einen Pakt und sagen, sie wollen nicht mehr an so einen Mann geraten und passen jetzt aufeinander auf. Und ja, so begleiten wir alle drei Frauen jetzt in diesem Teil. Haben wir im Grunde Audrey, ja, die so ein bisschen eine besondere Beziehung, Verbindung zu ihrem besten Freund hat und auch ein bisschen in den Medien ist, auf Instagram ist und da auch eine Influencerin ist und die sehr doch unter dieser Trennung oder dem Tod sozusagen leidet, weil sie die langjährige Partnerin war und eben immer dachte, ja, dass er von seiner Frau in Trennung lebt oder geschieden ist und ja, da wirklich recht erschüttert ist auch über sich selbst, weil sie ja eben die andere Frau war, was sie ja nie werden wollte. Es war toll, ich mochte diese Reihe, es war für mich eine Highlight-Reihe, hat Spaß gemacht und ja, es sind jetzt alle drei Bände da. Es kann also weitergehen und ich möchte die Autorin
definitiv so ein bisschen im Auge haben. Wenn da wieder was von ihr rauskommt, möchte ich das auch super gerne lesen. Dann habe ich im Juli, besonders dann im Urlaub, für mich ein Tauschticket entdeckt. Da haben auch unabhängig voneinander drei Leute erzählt, dass sie aktiv sind, dass das toll ist, was man da ertauschen kann, dass man auch einfach mal Dinge im Grunde wegtauschen kann, die man wie bei Büchern zum Beispiel nicht bei Rebuy oder Medimops wegbekommt. Unter anderem zum Beispiel auch einfach Leseexemplare, Rezensionsexemplare, weil man die ja nicht verkaufen darf. Manches verschenke ich ja und hier kann ich es jetzt vertauschen. Und dann ist schon mein erster Tausch bei mir eingezogen, und nämlich auf dem Jakobsweg von Paulo Coelho. Von Paulo Coelho habe ich schon 3-4 Bücher gelesen. Ich habe auch Brida von ihm hier auf dem Sub. Und ich möchte auch unbedingt den Alchemist lesen. Tatsächlich habe ich den noch nicht gelesen, aber es schwärmen gerade auch wieder unabhängig voneinander sehr viele Menschen gefühlt davon. Und ich denke mir, vielleicht ist jetzt einfach die Zeit. Ja, hier sind wir auf der Pilgerreise von Paulo Coelho, der eben nach Santiago de Compostela reist und diesen Jakobsweg geht. Und spätestens seit Harpe Kerkeling wissen wir ja alle, was dieser Weg mit uns tun kann. Und ich habe auch schon 3, 4, 5 Bücher dann über den Jakobsweg gelesen, auch grundsätzlich über das Pilgern. Ich habe ja auch letztes Jahr Auf der Suche nach dem Nichts gelesen. Da geht es um den japanischen Pilgerweg, den ich auch super spannend fand. Und ja, ich bin jetzt hier sehr gespannt, was hier Paulo Coelho erlebt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kilometer er davon geht, ob er wirklich die 700 geht. Aber möchte ich auf jeden Fall lesen, freue ich mich sehr darauf, das auch ertauscht zu haben. Ein Buch, das jetzt ziemlich am Ende des Julis bei mir eingezogen ist, ist After the Fire von Will Hill. Es spricht mich nicht nur durch das Cover sehr an, sondern auch, weil ein lieber Freund von mir sehr, sehr davon geschwärmt hat. Und ich dann auch noch 2, 3 andere Stimmen hörten, die es zumindest angefangen haben zu lesen. Und auch vom Klappentext klang das wirklich schon großartig. Es ist im Grunde schon eine Dystopie, wird aber als Roman betitelt, also auch nicht irgendwie als Science Fiction oder ähnlichem. Klingt aber schon super spannend, wenn man sich die Überschrift durchliest. Der einzige Weg aus der Dunkelheit ist, ein Feuer zu entzünden. Und das erinnert uns doch bestimmt alle sehr stark an Panem. Denn wir haben hier eine 17-Jährige, die im Krankenhaus aufwacht und sich einem Psychologen gegenüber sieht und einem FBI-Agenten. Und sie gehört zu den wenigen Überlebenden einer schrecklichen Brandkatastrophe. Und sie soll erzählen, wie das Leben auf der Farm der Gotteslegionäre war und wie es zu diesem schrecklichen Feuer gekommen ist und auch noch zu einer Schießerei zwischen den Gotteslegionären und der Polizei. Denn viele sind gestorben und nur sehr zögerlich öffnet sich Moonbeam und fängt an zu erzählen, wie das Leben vor dem Feuer war und wie sich das Leben danach jetzt anfühlt. Aber so manches kann sie wohl nicht aussprechen und es klingt einfach spannend. Also ich glaube, Phil hat es irgendwie tituliert als eine Mischung aus der Report der Markt und das Institut, beziehungsweise, ja, ich glaube, irgendwie so war der Vergleich. Bin aber mega neugierig. Konnte es jetzt noch nicht im Juli anfangen, obwohl wirklich auch mein guter Freund sehr geschwärmt hat und es wohl in 2 Nächten weggesuchtet hat, was sehr unüblich für ihn ist. Weil ich dann einfach The Passengers angefangen hatte von Chamas und dachte, ja, das klingt nach 2 so nicht vom Thema ähnlich, aber so vom Gefühl, was sie in einem hinterlassen könnte, das sehr ähnlich sein. Deswegen kommt das im Grunde dann als eines der nächsten Bücher. Die letzten beiden Bücher, die bei mir eingezogen sind und auf dem Sub zählen, sind von der lieben Becky. Die hat ein wenig aussortiert und da haben wir so ein bisschen einen Buchtausch gemacht. Und als erstes Buch ist eingezogen Tolkien und C.S. Lewis, Das Geschenk der Freundschaft von Colin Duries. Und ich habe tatsächlich noch nicht auf den Klappentext geschaut oder ähnlichem, aber es geht hier um Tolkien und um C.S. Lewis und ich dachte, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, denn beide sind mit ihren Werken zum Weltruhm erlangt. Und ich weiß jetzt gar nicht, es wird hier um die Freundschaft gehen, vielleicht auch was beide miteinander irgendwie zu tun hatten. Und ich bin neugierig, werde da auf jeden Fall reinlesen und bin sehr gespannt und freue mich, dass sie es mir vermacht hat. So wie auch die Herrin des Winterpalasts von Christopher V. Gordner. Das hatte ich eine Zeit lang auf der Wunschliste. Ich weiß gar nicht mehr, warum das dann runtergekommen ist. Ich kenne von dem Autor irgendeine Geschichte über die Tudors, bilde ich mir ein. Ich weiß gar nicht, irgendwie kam mir der Name von dem Autor bekannt vor und ich weiß, dass ich irgendwas von ihm gelesen hatte. Genau, es gibt die Medici, genau, das war auch, glaube ich, von ihm. Nein, das war nicht von ihm, wird hier aber empfohlen. Ach, die Tudor-Verschwörung sozusagen und der Tudor-Komplott. Ah ja,
Genau, das hat mir auf jeden Fall was gesagt. Und hier sind wir bei den Romanows, das Schicksal einer glanzvollen Dynastie, meine Güte, schwieriges Wort. Und wir sind in Kopenhagen 1863 und ein mitreißender historischer Roman über eine große Zarin. Und ja, da bin ich mega gespannt. Das Schicksal der Romanows ist ja bekannt. Es hat ja nicht so schön geendet, ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist jetzt untertrieben. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ich bin neugierig. Lässt natürlich eher vermuten, dass das ein Buch ist, was man dann doch eher so im Winter liest und ja, den Winterpalast dann im Grunde auch genießen kann. Und das waren jetzt auch schon die 11 Bücher, die regulär bei mir eingezogen sind und auf dem Sub gelandet sind. Von der lieben Becky habe ich jetzt aber noch eine Trilogie bekommen, die für mich zu einer Highlight-Reihe gehört. Und ich hatte alte zerfledderte Ausgaben. Man muss das echt sagen, ich glaube, die Bücher waren locker schon 20, 25 Jahre alt, vermutlich. Und so sahen die auch aus. Die waren schon mit in Freibädern, mit in Seen. Ich habe die damals, glaube ich, von meiner Tante bekommen, die auch nicht die pfleglichste Umgänge mit Büchern so von sich hat. Und dann hat mir Becky ihre Ausgaben gezeigt und hat erzählt, sie sortiert die aus. Und ich dachte, das geht auf gar keinen Fall. Ja, und habe sie dann jetzt auch von ihr bekommen. Und zwar ist das die Trilogie, meine Güte, rund um Fackeln im Sturm von John Jakes. Eine Buchreihe, die ich, ja, ich glaube schon zweimal mindestens gelesen habe und auch die Kurzfilmreihe mag ich hiervon auch super gerne. Natürlich als Patrick Swayze-Fan ist das natürlich absolut was und ich ja, musste sie jetzt in dieser wunderschönen gebundenen, ich glaube es ist eine Weltbit-Verlagsausgabe, also hier auch mit Leinen, die sehen großartig aus und ich bin so happy, dass ich die jetzt in dieser schönen Ausgabe habe, die zerfledderten, habe ich einfach in den Müll geworfen. Mache ich sehr ungern, aber die sahen wirklich nicht mehr schön aus. Ja, es beginnt ja mit Die Erben Kains. Da ist sogar noch ja, Patrick Swayze und den anderen Schauspieler habe ich vergessen, hier drauf, dass man wahrscheinlich den Bezug zum Film erkennt. Dann haben wir Liebe und Krieg, das ist der zweite Teil. Und dann auch natürlich noch der dritte, Himmel und Hölle. Und ich, ja, das ist, genau, Fackeln im Sturm, der dritte Teil. Und es sind echte Wälzer, also die haben locker alle um die 750 Seiten, aber die waren toll. Ich habe die damals unglaublich gern gelesen. Ich glaube, angefangen mal irgendwann in den Sommerferien habe ich die drei Bände dann auch weggesuchtet. Ich meine, klar, in 6 Wochen kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Auch damals schon. Und dann habe ich irgendwann mal alle Filme durchgesuchtet und die laufen ja auch heute immer noch. Und das ist wirklich eine Reihe, die ich super spannend finde, tatsächlich, weil die auch sehr kritisch mit dem Thema Bürgerkrieg in den USA umgeht, dass da eben nicht alles nur ganz wunderbar gelaufen ist, wie es ja dann oft ist. Wie gesagt, der Sieger schreibt ja die Geschichte und wirklich diese Trilogie, die hat so viel Emotionen, so viele Persönlichkeiten, so viele Ansichten und kann ich nur empfehlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele einfach zu dicke Geschichten sind. Ich kann auch die Filmreihe absolut empfehlen. Die ist toll verfilmt. Großartig vom Kostüm über die Schauspieler, die Ähnlichkeiten, die gefunden wurden und eben die besondere Freundschaft zwischen den beiden Männern. Und ich ja, bin da einfach großer Fan. Und ich habe jetzt nicht vor, die unbedingt in diesem Jahr zu rereaden, aber sie sehen als Highlight definitiv schöner im Regal aus als, ja, meine alten Ausgaben. Schade ist, soweit ich weiß, gibt es keine gute Vertonung von der Reihe, wenn überhaupt im Deutschen, weil das wäre definitiv auch was, was man ganz wunderbar rereaden und hören könnte. Und das letzte Buch, was irgendwie so halb auf dem Sub gehört und so halb dann doch nicht, ist das Mörderhotel von Wolfgang Holbein. Ich habe dieses Buch schon mal angefangen. Ich bin mir unschlüssig, ob es als Hörbuch war oder als E-Book. Und irgendwie, irgendwas, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich konnte dazu auch nichts in meinen Informationen finden, habe ich irgendwie wieder aufgehört. Ich weiß aber so vom inneren Gefühl, dass es nicht war, weil ich es schrecklich fand. Ich kann nicht mehr sagen, was es war, wann es war. Das Buch ist ja, glaube ich, jetzt auch schon 3-4 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Ja, 2015, okay, liege ich ja gar nicht so schlecht. Ich möchte es einfach nochmal probieren. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl,
ich kenne es, ich habe es angefangen und weiß aber nicht mehr, warum ich abgebrochen habe oder es pausiert habe. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, als echtes Buch hatte, dementsprechend möchte ich jetzt dem Buch einfach nochmal eine Chance geben. Das ist ja ein Buch, was irgendwie auf wahren Begebenheiten trifft, genau. Die unglaubliche, aber wahre Geschichte um einen der ersten Serienkiller Amerikas, 1893 in Chicago, ist hier die Weltausstellung und Millionen Besucher stürmen in die Stadt. Und Herman Webster Matchett besitzt ein solches Hotel und es ist ein erstaunliches Haus, eines der erstaunlichsten Häuser am Platz. Und es gibt hier aber Falltüren, verborgene Räume, Geheimgänger, Foltertische, ein Säurebad und eine Gaskammer. Viele Menschen gingen in dieses Hotel, nur wenige verließen es wieder. Gefühlt eine Horrorvorstellung. Und ich habe früher sehr gerne was von Wolfgang Holbein gelesen, jetzt schon längere Zeit tatsächlich gar nichts mehr. Und wie gesagt, ich kriege es nicht mehr zusammen, warum. Dementsprechend landet es nicht auf dem Sub, weil ich es da tatsächlich schon hatte und auch, glaube ich, davon befreit habe. Aber mal sehen. Also ist für mich tatsächlich auch ein Herbst-Winter-Kandidat. Und ja, bin ich sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ja, das waren sie jetzt auch schon, die 11 Bücher, beziehungsweise ja, die 4, die irgendwie zwar eingezogen sind, aber nicht dazu gehören, samt meines eigenen Buches. Ja, ist auch schon einiges weggelesen, was ich ganz schön finde. Und ja, ich bin auch mega gespannt, was ihr so zu den Büchern sagt, die eingezogen sind, ob ihr da das ein oder andere kennt und vielleicht auch bei euch eingezogen sein, vielleicht auch wie eure Meinung zu Menge-Exemplaren ist oder ob ihr bei Tauschtickets seid, wie da eure Erfahrungen sind. Das wäre natürlich auch super spannend. Und ja. Und ja, jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und auf den Austausch und ja, dass ich wieder da bin. Und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.